Und jetzt können wir zu dieser Frage hier oben zurückkehren. Ganz am Anfang hatten wir uns ja überlegt, das wäre etwas, was wir gern als Tangentialebene bezeichnen würden, dieses blaue Ding. Und ich habe gesagt, wir müssen erstmal zwei Fragen klären. Existiert das Ding überhaupt immer und ist es eindeutig bestimmt? Existenz haben wir jetzt geklärt. Wir haben gesehen, es gibt Flächenstücke, für die man so eine Tangentialebene nicht sinnvoll definieren kann. Darum haben wir das eingeschränkt und haben gesagt, wir reden jetzt nur noch über reguläre Flächen. Dann sind diese beiden roten Vektoren immer linear unabhängig und die spannen eine Ebene auf. Wie könnte jetzt das mit der Eindeutigkeit gemeint sein? Also ich habe eine Fläche, ich picke mir ein Flächenstück raus, rechne in diesem Punkt, der mich interessiert, diese beiden roten Vektoren aus. Weil das eine reguläre Fläche ist, kann ich mir sicher sein, dass die beiden roten Vektoren linear unabhängig sind. Die spannen also eine Ebene auf. Warum muss ich da jetzt noch über Eindeutigkeit nachdenken? Wo ist das Problem? Denken Sie sich nochmal die Kugeloberfläche, über die wir vorhin gesprochen haben, wie die als Fläche dargestellt wird. Das war dieses schöne Bild hier. Es kann Folgendes passieren. Ich pick mir einen Punkt auf der Kugel raus und jetzt habe ich ja eben gesagt, dann suche ich mir dazu ein Flächenstück aus. Bei den meisten Punkten kann ich mir eins von drei Flächenstücken aussuchen. Und dieses Flächenstück nehme ich zum Berechnen von dem, was ich eben Tangentialebene genannt habe. Aber wer sagt mir denn, dass da immer dieselbe Ebene rauskommt? Es könnte ja sein, dass je nachdem, welches Flächenstück ich nehme, unterschiedliche Ebenen rauskommen. Dann wäre die Definition ziemlich doof. Und wir werden jetzt sehen, dass das nicht passiert, aber das sind natürlich genau die Fragen, die man sich mathematisch stellen muss. Das, was ich da haben will, kriege ich das, wenn ich mir einfach irgendein Flächenstück nehme oder muss ich bestimmte Flächenstücke nehmen? Und es stellt sich raus, es ist egal, welches Flächenstück ich nehme, aber natürlich müsste man das eigentlich erstmal mathematisch beweisen. Ich werde das jetzt nicht mathematisch beweisen, keine Angst, aber ich möchte es Ihnen zumindest gesagt haben. Also Eindeutigkeit. Man kann Folgendes beweisen. Und das ist tatsächlich nicht so schwer. Ich werde Ihnen kurz skizzieren, wie der Beweis läuft, aber ich sage Ihnen erstmal, was wir überhaupt beweisen wollen. Wir haben eine reguläre Fläche, S. Stellen Sie sich vielleicht am besten einfach eine Kugeloberfläche vor. Und wir haben einen Punkt, der in dieser Fläche liegt. Und jetzt wählen wir uns ein Flächenstück raus, in dem der Punkt liegt. Also F ist ein Flächenstück, sodass der Punkt von diesem Flächenstück getroffen wird. Das ist ja gerade die Definition von Fläche, dass ich mir für jeden Punkt, den ich da rausgreife, mindestens ein Flächenstück nehmen kann, sodass der Punkt getroffen wird. So, und jetzt nehme ich irgendeine Alpha, irgendeine in S verlaufende Raumkurve, die P trifft oder die, sagen wir mal, durch P durchgeht. Technisch bedeutet das, P gehört zur Spur von Alpha. Vielleicht mache ich dazu mal ein Bild. Ihre Fläche S könnte eine Kugeloberfläche sein. S. Und Sie haben einen Punkt ausgewählt, der liegt auf dieser Kugeloberfläche. Jetzt wählen Sie sich dazu ein Flächenstück. Das könnte zum Beispiel so ein Stück hier sein. Das ist die Spur von F, die wir hier sehen. Da liegt der Punkt drin. Jetzt nehmen Sie irgendeine Kurve Alpha, die in S verläuft und die P trifft. Das heißt, die läuft vielleicht irgendwie so. Das ist Alpha und hier war P mal. Das sind Ihre Voraussetzungen. Dann kann man beweisen, dann ist der Geschwindigkeitsvektor von Alpha in diesem Punkt ein Vektor, der in der Ebene liegt, über die wir vorhin gesprochen haben, liegt in der von FU und FV aufgespannten Ebene. Das heißt, wenn Sie für dieses Flächenstück wieder diese beiden roten Vektoren nehmen würden, die wir vorhin schon mal hatten, und Sie würden den Geschwindigkeitsvektor, male ich mal blau, von der grünen Kurve ausrechnen, egal was das für eine Kurve ist, dann wird dieser Geschwindigkeitsvektor immer in der von den beiden roten Vektoren aufgespannten Ebene liegen. Und das bedeutet, dass die Definition, wenn wir sagen, wir gehen von den beiden roten Vektoren aus, nicht mehr nötig ist, sondern wir können jetzt sagen, wir definieren Tangentialebene folgendermaßen. Wir sagen dann also Tangentialebene, das schreibt man so, die Tangentialebene im Punkt P an die Fläche S. Damit ist gemeint die Ebene, in der alle Geschwindigkeitsvektoren von allen Kurven liegen, die in S durch P laufen. Dann haben Sie eine Definition, die unabhängig vom Flächenstück ist, weil dieser Satz sagt, es kommt immer dasselbe raus.
Und wenn Sie das so definiert haben, dann können Sie sagen, jetzt kann ich mir, ohne mir Gedanken zu machen, einfach irgendein Flächenstück nehmen, weil der Satz mir ja garantiert, dass egal welches Flächenstück ich nehme, ich immer dieselbe Ebene rausbekomme. Das heißt, die mathematische Definition von Tangentialebene ist, das ist die Ebene an dem Punkt, in der alle Geschwindigkeitsvektoren liegen von irgendwelchen Raumkurven, die da durchlaufen. Aber die Berechnungsvorschrift, die wir verwenden werden, ist, nimm einfach irgendein Flächenstück und rechne FU und FV aus. Da wird immer dieselbe Ebene rauskommen. Also schreibweise werden wir das hier nehmen. Und ich sage nochmal zwei Sätze dazu, wie man das beweisen könnte. Das ist wirklich nicht schwer. Was wir vorhin gemacht haben, ist, wir haben uns in A so ein Stückchen rausgenommen. Dann hatten wir diese beiden geraden Linien hier und haben irgend so eine Gerade hier durchgelegt. Und diese Gerade ist ja nichts weiter als eine ebene Kurve, die hier durchläuft. Und dann haben wir gesehen, dass aus dieser ebenen Kurve hier irgendwas wird. Und dafür hatten wir uns schon überlegt, dass der Geschwindigkeitsvektor von dieser hellgrünen Kurve in der Ebene liegt. Das Einzige, was Sie jetzt noch brauchen, ist, dass diese dunkelgrüne Kurve sich auch irgendwie darstellen lässt als das Bild von einer dunkelgrünen Kurve, die hier drin liegt. Mehr brauchen Sie nicht, weil Sie dann das Gleiche machen können wie oben. Sie wenden einfach die Kettenregel an. Und dass Sie das hinbekommen, dass also diese Kurve hier dahin übertragen wird und dass Sie umgekehrt von Alpha ausgehen und diese Kurve hier bekommen, das machen Sie mit dem Satz über die Umkehrabbildung. Das liegt daran, dass F regulär ist. Das bedeutet, was ich ja vorhin sagte, dass die drei Unterdeterminanten nicht alle Null sind. Darum können Sie sich eine von den Unterdeterminanten rausgreifen, die immer nur auf zwei von den drei Komponenten abbildet. Das ist dann etwas, auf das Sie den Satz von der Umkehrabbildung anwenden können. Das können Sie umdrehen und das liefert Ihnen diese Funktion hier. Also da steht auch mehr im Skript drüber. Aber der entscheidende Punkt, was man eigentlich immer so vor dem geistigen Auge behalten sollte, ist die Idee, dass hier immer ebene Kurven auf Raumkurven übertragen werden. Und Sie können da so hin und her springen. Und Sie kriegen halt immer die ganzen Tangenten hier, die alle netterweise in einer Ebene liegen, die wir in Zukunft die Tangentialebene nennen werden. Als letzte Amtshandlung heute werden wir mal für die Kugeloberfläche wirklich eine Tangentialebene ausrechnen. Und das werden Sie sehen, ist eigentlich ganz einfach. Ich schreibe nochmal das hin, was wir vorhin hatten. XY wird abgebildet auf F von XY ist XY Wurzel aus 1 minus x² minus y². Das war zur Erinnerung das hier. Und was meinen Sie denn, wenn ich jetzt im Nordpol die Tangentialebene berechne, was da rauskommt? Wie würden Sie sich denn die Tangentialebene im Nordpol vorstellen? Nordpol ist klar, ne? Der Punkt ganz oben, meine ich damit. Eine Ebene, die parallel zu der orangen Ebene unten ist, das wird auch passieren. Wir wollen es nur einmal wirklich ausrechnen. Wir müssen einfach die partiellen Ableitungen einmal nach x und einmal nach y alle ausrechnen. Das ist ganz einfach, hier vorne insbesondere. Hier kommt raus, Ableitung nach x ist einfach 1, Ableitung nach x ist einfach 0. Und dieses hier ist ein bisschen aufwendiger, darum schreibe ich es einfach mal hin. Hier kommt raus, minus x durch diese Wurzel, die da steht. Schreibe ich jetzt extra gar nicht hin, weil das nicht so wichtig ist. Und für y sieht das fast genauso aus. Da bekommen Sie 0, 1 minus y durch diese Wurzel, die hier unten steht. Und zunächst mal sehen wir daran, dass das tatsächlich regulär ist, weil schon die beiden oberen Komponenten ausreichen, um zu sehen, dass das linear unabhängig ist. Und jetzt wollten wir wissen, wie das im Nordpol ist. Der Nordpol ist ja der, den wir bekommen, wenn wir für x und y 0 einsetzen. Das heißt, wir müssen jetzt hier ausrechnen fx von 0, 0. Das ist der Vektor 1, 0, 0. Und wir müssen ausrechnen fy von 0, 0. Das ist der Vektor 0, 1, 0. Und wenn Sie sich die jetzt in Ihr dreidimensionales Koordinatensystem reinmalen, dann ist der Vektor 1, 0, 0 einfach der hier. Und der Vektor 0, 1, 0 ist einfach der hier. Und das ist genau das, was wir erwartet haben, eine flachliegende Ebene, die oben im Nordpol sitzt. Also hier nochmal das Bild, das sieht so aus. Die beiden Vektoren, die wir eben ausgerechnet haben, sind diese grauen Pfeile hier. Und im Nordpol bekommen wir dann diese Tangentialebene hier. Vielleicht noch eine Sache für später, wenn wir über Tangentialebenen sprechen.
Man stellt sich das immer so vor, wie in diesem Bild, dass die Tangentialebene in dem Punkt sitzt, wo ich sie berechne. Also die liegt jetzt wie so ein Deckel auf dem Nordpol drauf. Rein technisch, wenn ich damit später rechne, ist das eine Ebene, die durch den Nullpunkt geht. Wenn ich sage, die Ebene, die von dem roten und dem blauen Vektor aufgespannt wird, dann ist das mathematisch gesehen die XY-Ebene. Nicht die Ebene, die oben auf dem Nordpol sitzt, sondern die dazu parallele Ebene, die durch den Nullpunkt geht. Aber das ist eigentlich nur für das Rechnen relevant. Von der Vorstellung her ist es besser, sich vorzustellen, dass die Tangentialebene tatsächlich an dem Punkt dran sitzt. Denn so ist es auch gemeint.